Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu diesem Video. Prince of Persia, also Lost Crown, freue ich mich schon seit Monaten drauf. Die Demo ist heute rausgekommen für euch auf YouTube, wahrscheinlich gestern oder vorgestern. Ich weiß nicht, wann das hochgeladen wird. Je nach, ich weiß gar nicht, ob es da irgendein Embargo gibt, aber naja. Die Demo ist jetzt schon, könnt ihr selber auch reinschauen. Und das Spiel kommt raus in 3 Tagen mit Early Access, ansonsten meine ich am 18. Early Access heißt Deluxe-Version 3 Tage vorher und ihr wisst, Early Access, da bin ich aber sowas von dabei. Also was ich da in den Gameplay-Trailern oder überhaupt die Trailern gesehen haben, hat mich mega abgeholt, mega gehuckt. Ich habe da mega Bock drauf, das Spiel. Das Game ist ein Singleplayer, gibt keinen Multiplayer und auch nur offline. Also es gibt keine Online-Zwang oder so, ist ja auch mal ganz schön. Und ich meine, es kommt auch für alle Konsolen raus. Sprich, PlayStation, darauf spiele ich sie gerade, PlayStation 5, Switch auch und auch Steam und Xbox, denke ich mal. Echt cool, deutscher, also da bin ich direkt, ne? Ich meine, es ist Ubisoft, die haben dann natürlich die Kontakte und die Kohle, aber deutsche Synchro schon sehr cool. Okay, immer erstmal nach links. Was gibt's hier? Kann man schnell laufen? Ich habe eben nicht richtig aufgepasst. Da war der Angriff. Oh ja. Let's go. Es gefällt mir jetzt schon richtig gut, ne? Auf dem ersten Blick finde ich es richtig gut. Ja, schauen wir mal rein. Gibt normalen Angriff. Dreieck gibt's. Ist schon. Einen Doppelsprung gibt's nicht, würde ich mir wünschen. Gibt's bestimmt später noch, Wandsprung und alles mögliche. Also für alle, die mich jetzt nicht kennen, ich bin keiner, der sich jetzt alles durchliest. Ich will spielen. Story ist für mich fast immer nebensächlich tatsächlich. Deswegen, ich will jetzt hier kämpfen, spielen, erkunden. Und, ah ja, guck mal. Oh, kann man in der Luft einen Dash machen? Oh yes, schau mal an. Aber leider gibt's ja nichts. Hat der eine Lebensanzeige oder so? Oder boah, weiß ich, wann der tot ist. Aha. Was, hä? Ich habe plus 5 irgendwas bekommen. R, 2 zum Ausweichen. Okay. Das ist wahrscheinlich gerade Tutorial. Aber ich habe da auch noch andere Sachen mit L2. L2, um eingehenden Angriff zu parieren. Okay. Okay. Ja, ich glaube, parieren ist nicht so mein Ding. Irgendwie gibt es oben rechts so eine Währung anscheinend. Interagieren. Ah, ja. Sieht so aus, als wären das Bits wären. kannst du mit Parry einen Konter machen. Wenn die Gegner einen gelben Angriff machen, glaube ich, kannst du mit Parry kontern. Ja, aber lohnt sich das? Das ist immer die Frage, ne? Chillig. Wisst ihr, was mir das für Vibes gibt? Aladdin auf dem Super Nintendo. Solche Vibes habe ich hier. Ja, der fällt runter. Schön. Auch schon beim ersten Mal sehen von dem Spiel habe ich das gedacht. Gibt mir die übelsten Aladdin Super Nintendo Vibes. Oder Lion King. Ja, alle alten Disney Super Nintendo Spiele, ne? Ah, guck mal hier. Junge, das war ein Witz. Gibt keinen Fallschaden, gut. An die Anfänge. Das allererste Prince of Persia habe ich auch gespielt. Seitdem leider dann gar nicht mehr. Was war das nochmal? Sand of Time oder so? Ich weiß gar nicht, war es Gamecube-Zeit? Ja, ne? Mein müsste so PlayStation 2 Gamecube-Zeit gewesen sein. Karte. Oh, da muss ich direkt sagen, ich bin kein Fan von Metroidvanias. Und das sieht sehr Metroidvanig aus. Naja, okay, gut. Metroidvania ist halt die Möglichkeit, im 2D ein Open-World-Feeling aufzubringen. Erhöht die Anzahl von Erinnerungsfragmenten, nimmt regelmäßig Bilder von der Umgebung auf, um sie zur Karte hinzufügen und später auf sie zurückzugreifen. Okay. Auf Berg Karp gibt es viele unzugängliche Wege und Schätze, die du erst mit neuen Fähigkeiten erreichen kannst. Es ist wichtig, dass du dir diese Orte einprägst. Das ist richtig.
Nutze Erinnerungszwecke, um ein Bild deiner Umgebung aufzunehmen, das automatisch auf deiner Karte gespeichert wird. Okay, das ist schon mal eine gute Sache, weil bei Metroidvanias ist es ja oft so, dass man irgendwo noch nicht lang kann, weil man eine Fähigkeit nicht hat oder weil es eine Abkürzung ist oder ein Schlüssel fehlt oder was auch immer. Und dann vergisst man das. So 2 Stunden später kriegt man dann diese Fähigkeit oder den Schlüssel, vergisst aber, ey, da hinten irgendwo am Arsch der Heide war eine Tür, wo ich jetzt rein könnte. Das ist also jetzt hier ein cooles Ding. Das war bei letztes Jahr bei Disney's Illusion Island. Das war auch ein Metroidvania, habe ich auch im Kanal gebracht, meine ich. Und da war das so ähnlich gemacht. Ich muss auch sagen, Metroidvania ist ja nicht mehr das, was es früher mal war. Früher mochte ich es gar nicht, weil du halt diese ganzen Quality of Life Sachen nicht hattest. Mittlerweile würde ich sagen, geht sogar. Ja, geht doch. Sag ich doch, geht. Chillig. Und ist das jetzt weg? Oder muss ich den selber wegmachen? Ansehen? Erinnerungen löschen. Okay, muss ich selber löschen. Ja. Also mittlerweile im 2D-Genre kann ich mich, glaube ich, mit Metroidvania abfinden. Früher mochte ich das Genre gar nicht. Dieses Jump and Run finde ich halt auch cool, ne? Ich hoffe, das wird noch besser und öfter cool gemacht. Wieso habe ich diese Dinger um mich rum? Ich weiß nicht wieso. Guck mal hier! Ist offen. Geheimgang. Let's go. Ich hätte gerne gesehen, wie viel Leben die Gegner haben, damit ich weiß, ob ich gegen den jetzt gerade kämpfen kann oder eher nicht so. Ja, kann ich. Okay, aber dafür muss ich wieder mein Ding opfern. Ich finde auch den Grafikstil echt cool. Muss ich sagen. Also, ich bin ja nicht so eine Grafikhure, aber das gefällt mir schon sehr gut hier. Echt cool gewählt. Vor allen Dingen cool gewählt, weil es so natürlich auch auf der Switch dann funktioniert. So unterwegs auf der Switch oder auf dem Steam Deck kann ich mir das auch sehr cool vorstellen. Willkommen. Alter, hat die einen Riesenhammer. Kaufen. Was kaufen wir hier? Arash's Pfeilkopfberg. Ach, das ist eine Währung. Okay. Akbatana-Siegel. Sammle Zeitkristalle aus der Distanz. Das ist gut, das brauche ich. Und was das hier verringert, die Stärke gegen den Nahkampfangriff ein wenig. Brauche ich beides. Kaufe ich. Neuer Gegenstand gekauft. Drück zum Laden. Und das brauche ich. Und was macht der Pfeilkopf? Erhöhe den Schaden durch Pfeile ein wenig. Nee. Verbesserungen. Jetzt habe ich natürlich nichts mehr. Aber, oh, das kann ich sogar verbessern. Verringere die Stärke gegnerischer Nahkampfangriffe moderat. 600, da muss ich auch noch ein bisschen sammeln. Cool, cool, cool. Das brauche ich. Ja, lass mich weg. Soll ich es versuchen? Ah, ich habe es ja fast gedacht. Diesen Parcours finde ich cool. Ich hoffe, das wird noch an... Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, das wird noch anspruchsvoller. Dann kommen diese Segen. Und ich muss sagen, wirklich sehr ähnlich zu Disney Illusion Island. Also, wer das nicht gespielt hat, auch ein sehr geiles Metroidvania. Was ich auch durchgezockt habe, war echt auch gut. So mit mehreren Leuten vor allen Dingen. Das habe ich eben gesagt, ich hätte es gerne noch ein bisschen schwieriger. Dann kommt das so... Kommt, okay, geil. Dann wird das direkt so... Die Wackbäume sind Checkpoints, okay. Blauer, oh, das brauchte ich doch, um Waffe zu leveln. Okay. Okay. Ich gehe mal nach links weiter. Oh mein Gott, ich hätte mir gewünscht, ich hätte nicht gesagt, ich wünsche mir ein bisschen mehr. Ich wünsche mir ein bisschen schwieriger. So schwer dann auch wieder nicht. Ich war jetzt cool. Ich hab's mir schon irgendwie gedacht. Geistersandgefäß. Okay, weiß ich, was das kann. Also, das Movement ist... Hä? Das Movement ist echt cool. Macht echt Spaß. Neuen Ort entdeckt. Hyrkanischer Wald. Nutze einen aufgeladenen Angriff, um die Türe aufzubrechen. Ach, ich kann Angriffe auch aufladen. Das wusste ich nicht. Okay.
ein Baum. Ich wette, man kann später von Baum zu Baum teleportieren. Das macht doch sonst keinen Sinn, dass überall Bäume sind, oder? Man kann doch safe zu den Bäumen später teleportieren. Ich muss doch nicht jedes Mal laufen. Ist hier der erste Boss oder was ist hier los? Okay. Das sieht doch aus wie eine Arena. Oh nö. Das sieht schon schwer aus, bevor ich überhaupt gesehen habe. Oh, die kennt man noch. Das Vieh. Dein Leben. Was mit B? Das war die Demo. Ging doch schneller als gedacht. Das heißt, man kommt bis zum ersten Boss. Ich bin irgendwie auch froh, dass ich ihn jetzt nicht besiegen muss, aber das war die Demo. In 2 Tagen und 11 Stunden geht's los. Für euch, wenn ihr das seht, wahrscheinlich dann nicht mehr. Veröffentlichung am 15. genau. Kann ich jetzt theoretisch das Gebiet, was ich gespielt habe, weiterspielen? Ach, man startet dann immer wieder von neu. Okay. Gut, das war Prince of Persia, Lost Crown.